Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Krakenakademie. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir reisen in der Zeit zurück und schauen mal, ob wir jetzt den Verräter finden. Was ist passiert? Okay, so viel zum Thema, wir reisen in der Zeit zurück. Das Amulett funktioniert nicht. Was mache ich jetzt? Die Erde bebt immer noch. Ich habe nur noch ein paar Stunden Zeit. Wo kommt dieses Klingeln her? Telefonzelle wahrscheinlich, oder? Geh hin und sprich mit dem Direktor. Geh und sprich mit dem Direktor. Sofort! Ich dachte, nachdem ich Nadja besiegt habe, ist das zu Ende. Was ist jetzt los? Ja, das ist eine gute Frage. Der Direktor... Ja, mit dem kann ich nicht reden. Ist der Direktor vielleicht also doch, derjenige. Der Verräter. So wie ich es am Anfang gedacht habe. Ja, guck mal, sogar die Wächter sind weg. Oh, wer ist das denn? Ah, das ist der Direktor. Neuer Schüler, ich bin sehr enttäuscht von dir. Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich hatte gedacht, sie wären in ihrem Büro. Und ich hatte gedacht, du wirst dich nicht in Sachen einmischen, die du nicht verstehst. Ich habe Nadja das Amulett und den Mepsi-Bohrer anvertraut. Okay, er war das also. Und doch hat der unbeliebteste Schüler es irgendwie geschafft, sie aufzuhalten. Hey, ich habe Freunde. Krakenakademie braucht einen Neuanfang. Also war es doch der Direktor. Eine neue Ära, in der jeder gleich ist. Bevor etwas Neues gebaut werden kann, muss der Müll entsorgt werden. Alle hässlichen Schulgelände müssen weg. Ich bin mir sicher, dass niemand sie vermissen wird. Sie haben angeordnet, dass ihre eigene Schule zerstört wird? Das heißt, Sie sind der Verräter? Verräter? Was für ein alberner Name. Ich bin es, der betrogen wurde. Und jetzt aus dem Weg. Es war also tatsächlich der Direktor. Was ist das für ein Ort? Schüler, fürchte dich nicht, wir sind hier, um dich zu beschützen. Jetzt können meine Kräfte dir endlich behilflich sein. Wie süß, die Schwächlinge halten zusammen. Bringen wir es hinter uns. Wow, 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 wow. Müssen wir erstmal schauen, wie das hier geht, was wir hier machen müssen. Momentan können wir nicht wirklich viel machen. Ihr setzt euch ganz schön zur Wehr. Wer hätte das erwartet? Begreifst du nicht, dass du nur eine Schachfigur des Kraken bist? Bleiben einfach mal hier stehen. Okay, jetzt ist es mit dem Stehenbleiben etwas schwierig. Wow, 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 wow. Lass mich dir einen Teil meiner Kräfte zeigen. Das wird ein Spaß. Was hat er vor? Wow. Ay, caramba. Kann ich immer noch nichts machen. Wow, wow, wow. Nee, aber ich kann nicht auf ihn draufklopfen. Ich komme nirgendwo anders hin. Hoppala. Mist. Du bist so selbstgerecht, nicht wahr? Ich glaube, wir müssen nur ausweichen. Anderes Zeug können wir gerade nicht machen. Wobei das Ausweichen zum Glück jetzt nicht so schwierig ist. Bisher jedenfalls. Du glaubst vielleicht, dass du in diesem Kampf auf der richtigen Seite stehst. Aber es gibt vieles, was du über diese Schule nicht weißt. Wusstest du, dass diese Schule mal eine fünfte AG hatte? Was? Es war die Wissenschafts-AG. Und ich war ihr Wächter.
Okay, er war der Wächter der Wissenschafts-AG? Okay, das ist jetzt überraschend. Hat dir der Kragen das nicht erzählt? Nein. Ich werde dir die unaussprechlichen Ereignisse, die sich vor 10 Jahren an der Kragenakademie ereignet haben, zeigen. Okay. Dieser Ort hat eine verstörende Atmosphäre. Du bist immer ein Verstand, Aringus. Und das sind meine Erinnerungen. Sieh selbst, was sich vor all diesen Jahren ereignet hat. Du streichelst die Katze. Die auch. Wir streicheln alle Katzen, ja. Ich mag Katzen. Und wir können auch nochmal speichern, das werden wir auch noch machen. So. Und anscheinend müssen wir diese 3 Sachen hier noch anschauen hier. Also wir haben 3 verschiedene Sachen hier. Aber erstmal machen wir die hier. Kraken Academy used to be in harmony with its 5 clubs. Music, art, sports, drama and science. My students here had so much fun conducting different experiments and learning about the world of biology, physics and chemistry. So viele Mikroskope. Und es sieht doch alles aus, wie wenn es richtig sauber wäre. Seh dir das an. Ich habe ein neues Gemüse erschaffen. Kartoffel, halb Karotte, halb Kartoffel. Aber kann man daraus Pommes machen? Schau mal, mein Papagei. Er kann bis 6 zählen. Boah. Kann er meinen Namen sagen? Der Papagei blustert sich auf und kreischt. Was kann er noch? Hallo? Sieht aus, als ob er mich nicht hört, ob sie mich nicht hören können. Igitt, dein Fingernagel sieht unter dem Mikroskop ekelhaft aus. Was ist das für ein grünes Teil? Bewegt es sich? Okay. Es sieht ja richtig gut aus, aufgeräumt und alles. Also irgendwas muss ja tatsächlich passiert sein. Ich kann nicht mit denen reden. Schade. But one day, something went terribly wrong. Hey, hey! Ich frag mich, was passiert, wenn ich Mepsi draufschütte. Was? Lass das! Wow. An experiment went awry, and Kraken Academy was destroyed. Only students from other clubs survived. Okay. From one day to another, I lost everything. My school, my students, the whole purpose of my existence. Das klingt schrecklich. Ja, das klingt wirklich schrecklich, aber warum hat man es dann nicht wieder einfach aufgebaut? Ich meine, das war ein Unfall. Es ist deine Aufgabe, sie zu beschützen. Du hast ganz klar versagt. Wie hätte ich das ahnen können? Du tust so, als ob ich das mit Absicht gemacht hätte. Wir müssen jetzt zusammenstehen und die Schule wieder aufbauen. Ja, Rosa, wir werden die Schule wieder aufbauen. Aber ohne die Wissenschafts-AG. Ja, das finde ich schon ein bisschen übel eigentlich, dass sie jetzt die Wissenschafts-AG rausgesetzt haben. Nee, da kann ich ihn jetzt sehr gut nachvollziehen. Wir werden gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Was? Das könnt ihr nicht machen. Das ist eine Entscheidung für den Direktor. Der auch die Krake war. Mhm, deswegen auch Krakenakademie. Und deswegen auch dieser riesige Schreibtisch. Ja, eine Entscheidung. Es tut mir leid, bessere Aal. Aber ich fürchte, Samo hat recht. Wir können es nicht riskieren, dass noch mehr Schüler ihr Leben verlieren. Also werdet ihr mich einfach in meiner dunkelsten Stunde im Stich lassen? Könnt ihr nicht sehen, dass ich hier am meisten verloren habe? Weiß auch nur einer von euch, wie es sich anfühlt, den Verlust seiner Schüler zu betrauern? Ja, da bin ich absolut auf seiner Seite. Das war ein Unfall, Leute. Ein tragischer, ein übler Unfall, aber wir haben keine Wahl. Natürlich habt ihr eine. Es passt einfach nur zu gut. All dieses Geschwafel über Einigkeit und Harmonie. Aber sobald ich Hilfe brauche, wendet ihr euch gegen mich. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist echt nicht gut.
Der Kragen war der Direktor? Ich verstehe nicht ganz, was da los ist. Letzte Tür. Oh, ich glaube, ich speichere hier auch nochmal ab. Ich weiß nämlich auch nicht, ob es mehrere Enden gibt und ob wir da jetzt einen nach uns raussuchen können oder wie auch immer. I resented them for blaming me for the accident. I swore to myself, I would take my revenge. With all the rage in me, my strength grew. I ambushed the spirits one by one and absorbed their powers. To make sure they wouldn't get in my way, I trapped them inside of students. With my amplified powers, I overthrew the Kraken and declared myself headmaster. I knew that the Mepsi Corp was drilling for Mepsonite under the school. This was the perfect opportunity. I needed to infiltrate them and use their drill to destroy the school grounds. There would be a new school with only one club, science. With one spirit as the protector. Da bin ich jetzt wieder nicht bei ihm. Finally, we would achieve harmony. The perfect recruit to take care of Mepsi Corp would be the smartest student of the school. Nadja. Nee, was die anderen gemacht haben, war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Aber was er jetzt vorhat, ist auch nicht gut. Mit nur einer Wissenschaft. Er macht genau dasselbe, was die anderen mit ihm gemacht haben. Ich meine, das ist ja seine Rache, aber ja. Im Großen und Ganzen kann man sagen, die anderen haben es vergeigt. Natürlich ist das Nadja. Verstehst du jetzt, wie falsch du liegst? Ich weiß, sie wurden schlecht behandelt, aber das ist Wahnsinn. Sie müssen damit aufhören. Naja, ich hab's versucht. Wenn du nicht hören willst, dann stirb. Ja, ich finde, die anderen müssen sich entschuldigen und sie müssen tatsächlich wieder eine Harmonie reinbringen. Du bist nur ein Handlanger. Okay, was ist jetzt passiert? Ah, die Augen können wir draufhauen. Ah, da kommen wir nicht hin. Okay. Wow, 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 wow. Oh, jetzt wird's langsam übel. Genau das, was ich fast schon befürchtet habe, dass es irgendwann mal übel wird. Du verstehst meinen Schmerz nicht. Ja, verflucht. Gib mir wenigstens meine Herzen wieder nach, natürlich nicht. Ja, und da konnte ich jetzt nichts mehr machen, groß. Yay. Oh Mann, also das, der letzte Kampf, der jetzt ist übel und das habe ich befürchtet, dass das passiert. Ah, aber wenigstens. Wenigstens müssen wir nicht von ganz von Anfang anfangen. Du wirst manipuliert. Jetzt kommt die auch wieder.
Meine Macht ist grenzenlos. Ja, klar. Nein, ist sie nicht. Ah, ich fände es aber toll, wenn die sich eigentlich wieder aussprechen würden und wieder eine Schule machen würden, wo alle 5 AGs mit drinnen sind. Hopp. Jetzt. Weil das wäre doch, das wäre das richtige Ende eigentlich. Und wenn die sich versöhnen, endlich wieder würden und er seine Rache vergessen würde. Wow, 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 wow. Wo ist dein Kraken jetzt? Da oben war noch einer. Wo, da ist einer. So. Wow, was ist jetzt passiert? Ah. Was hast du getan? All das umsonst. Ihr seid gekommen, um mich auszulachen. Wir sind hier, um uns zu entschuldigen. Genau das, was ich eigentlich gemeint habe. Das, was eigentlich fällig wäre. Bitte, was? Wir waren selbstsüchtig. Wir hätten dich nicht im Stich lassen sollen. Großartig. Wollt ihr mich wieder wegschicken? Nein. Du sollst wieder einen Platz an der Krakenakademie haben. Zusammen können wir die Wissenschafts-AG wieder aufbauen. Das sind nur wieder Tricks. Ihr werdet meine Schüler und mich nur in einer schäbigen Hütte stecken, nicht wahr? Ab jetzt wird das Budget gleichmäßig unter den AGs aufgeteilt. Das sollte erneut Harmonie und Gleichgewicht bringen. Ja, ist aber genau, das erklärt ja auch. Er hat ja auch die Theater-AG, da Nadja da ist und so weiter, auch bevorzugt. Und das Budget ist alles da reingeflossen und deswegen war überall auch die anderen nicht gut. Ha. Es wird Zeit brauchen, bis das Vertrauen zwischen uns wiederhergestellt ist. Aber danke. Ich sollte nach den Kraken sehen. Er müsste im Büro des Direktors sein. Ja, genau das ist das, was ich gemeint habe. Sie haben sich entschuldigt und sie bauen das Ganze wieder zusammen auf. Und das ist doch mal richtig klasse. Fühlt sich gut an, zurück an sein, fühlt sich gut an, zurück an meinen Schreibtisch zu sein. Hey, du wusstest die ganze Zeit, wer der Verräter ist, nicht wahr? Warum hast du es mir nicht gesagt? Was sind das für Vorwürfe? Er hat gesagt, er hat dich im Teich angegriffen. Er hat mich überfallen. Bei einem meiner morgendlichen Bäder. Bevor ich mich versah, war ich im Teich gefangen. Er hat mir sogar mein Handtuch weggenommen. Wie fies. Nun, da das geklärt ist, Glückwunsch, Aringus. Du hast es geschafft, das Gleichgewicht wiederherzustellen und die Krakenakademie zu retten. Danke. Und was passiert jetzt? Zuerst wird der Hausmeister angesichts seiner heldenhaften Taten befördert. Zum Oberhausmeister. Was ist mit Mepsikorp? Und dem Bohrer? Ah, wir werden das Loch mit all den Flaschen füllen, die du gesammelt hast. Und was Mepsikorp angeht, solch ein korrumpiertes Unternehmen hat nichts an dieser Schule verloren. Hey, was ist das? Ist das Mepsi-Logo auf diesen Kisten da? Was? Und auch noch so viele? Sind die nur für dich? Das sind nur ein paar Überreste, die in den Minen konfisziert wurden. Ich werde sie bald entsorgen. In meinen Magen. Wie auch immer. Wir stehen tief in deiner Schuld, Aringus. Ich kann dir gar nicht genug danken. Moment. Ich werde doch irgendwas für den ganzen Aufwand bekommen, oder? Ich hatte eine Belohnung erwartet. Natürlich. Wir werden einen Artikel in der Schulzeitung über dich bringen. Wie klingt das? Ich dachte da an etwas anderes. An was dachte... Oh, eine großen, heldenhafte Statue von ihm. Oder von mir in diesem Fall. Oh Mann, oh Mann.
So, und das war Happy von Happy Pokolo Games entwickeltes Spiel, die Krakenakademie. Ich finde das Spiel, es hat schönen Humor gehabt, es hat sich gut gespielt. Es war jetzt nicht schwierig oder sowas oder kompliziert, aber ich fand es einfach schön. Einfach toll. Ich fand es auch von der Geschichte recht schön, wie sich dann alles am Schluss dann, wie sich da Freundschaften gebildet haben, wie mit Verzeihen und Vergeben und so weiter und so fort. Und dass sie jetzt die Krakenakademie richtig wieder aufbauen und zwar so, wie es sein soll. Ja. Und es war überraschend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es 5 AGs gegeben hat und dass er der Wächter davon gewesen ist und dass die anderen so, ja, übel ihn mitgespielt haben, dass er auf Rache gesinnt hat. Damit habe ich echt nicht gerechnet gehabt. Aber schon irgendwie ziemlich cool. Ja, also mir gefällt das Spiel ziemlich gut. Also ein wirklich schönes Erstlingswerk. Da kann man sich mal schauen, was die von Happy Broccoli Games, ob da noch was kommt oder was da noch kommt. Also, sie schaffen es auf jeden Fall, gute Spiele zu machen. Wie hat es euch denn gefallen? Wie hat euch das Let's Play gefallen? Und wie hat euch denn das Spiel gefallen? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen und bis zu einem nächsten Let's Play. Bleibt gesund, macht's gut und tschüss.